So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Terraria. Jo, im letzten Part haben wir ja wieder mal einiges gerissen. Jedenfalls, soweit das in meiner Erinnerung drin ist. Dann. So. Okay. Was habe ich noch? Das habe ich noch. Gut, das Poliermittel. Das lege ich mal hier rein. Davon kann ich jetzt einfach mal ein paar verkaufen. Weil ich es kann. So. Dann. Okay. Okay, dann die verkaufe ich, das verkaufe ich. Das hier auch. Das Furzkissen. Die Pumpkins behalte ich mal noch, die lege ich dann einfach mal hier rein. Die Pumpkin Workbench. So. Dann komme ich hier mal hin. So. Na komm, das kann auch weg. So, mal schauen. Ich habe keine Kanonenkugel mehr. Oh. Moment. Das hier könnte ich noch ablegen. So. Wo habe ich denn die Kanonenkugeln? Oder habe ich davon keine mehr? Dann müsste ich davon halt welche nachkaufen. Ja, wie es aussieht, muss ich neue kaufen. Oh. Tja, dann muss ich mich hier mal wieder etwas an meinem Tresor bedienen. Ja, das sollte erstmal ausreichen. Oh ja, den Rest kann ich ja noch ablegen hier. Und dann verkaufe ich noch hier die Pfeile, weil ich die nicht benötige. Ja, bevor ich jetzt noch eine Dummheit mache, lege ich das hier auch noch mal ab. Ach so, ja, okay, noch verrottete Eier, stimmt. Fast vergessen. So, hier runter. Und dann hier hin. Und jetzt hier ans Fenster. Oh ja, das ist so cool. Jetzt habe ich schon gleich kein Glas mehr. So. Dann gehe ich jetzt mal schauen, dass ich hier hinten noch ein bisschen Holz sammeln. Ein kleines bisschen. Oh, falsche Taste. So.
Oh ja. So. Gut, und jetzt schaue ich mal, was ich noch in der Arena etwas gebaut bekomme. Ich müsste ja noch so ein paar Herzlaternen hier irgendwo rumfliegen haben. Ja, hier sind noch 3 Stück. Daraus kann ich noch ein paar hängende Herzlaternen machen für das Herumrennen auf der Strecke. Bis die ganzen NPCs im Haus eingezogen sind, kann es noch etwas dauern. So, da ist jetzt eine, da ist noch eine. Komm, ich mach das jetzt hier rüber. So. Oh, hoppala. Und dann baue ich hinten schon mal ein bisschen ab wieder. Oh, hier ist ja noch ein Kreuz. Ah, hier hängen ja noch ein paar von denen. Und wartet mal. Und es würde nicht funktionieren. Obwohl, doch, so. Und dann schaue ich jetzt mal, wenn ich hier nach links gehe. Ich glaube, da könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr rausholen. Wenn ich die jetzt hier hinhänge. Okay, gerade so. Gerade so nicht. So. So, gleich ist es soweit, dann kämpfe ich nochmal gegen die Zwillinge, also gegen die Twins. So. Tja, jetzt könnten die eigentlich auch von selbst kommen. Eigentlich. Tun sie aber nicht. Oder warte mal. Ich rüste mich mal hier ein bisschen um. Die lege ich da hin. Und so. So. Komm, die lege ich da hin. Hm.
Pflanzen. Ja, so geil. Mist, jetzt habe ich das Auge vergessen. Jetzt muss ich das ganz schnell holen gehen. Sonst wird da nicht viel aus kämpfen. Ja. So, ist ja. Obwohl. Hier hänge ich jetzt einfach mal eine hin. Weil ich halt jetzt nicht weiß, inwiefern ich kämpfen werde, also wie weit es gehen wird. So, dann hänge ich hier noch eine hin. Und hier eine. Auch wenn das jetzt etwas verschwenderisch ist. Wobei, dann hänge ich die einfach hier hin. Dann hänge ich die wieder ab. So. Okay. Wurde gerufen. Und dann fange ich an, die gleiche mal zu retieren. Das Gute ist halt eben geht. Werden jetzt Baser zusammengehauen. Hoffe ich zumindest jetzt mal. Von Unkugeln hätte ich eigentlich auch sparen können. So, jetzt schieße ich damit mal. So, dann feuer ich hiermit mal wieder. Oh ja, das ist so geil. Ich bin jetzt hier wirklich ordentlich Schaden. Sicher zu gehen, dass die Wolken noch halten. So, jetzt habe ich den so weit. Jetzt wird's hart. Ich warte jetzt eben mal ein bisschen, bis ich... Naja. Oh, das war knapp, das war richtig knapp.
Jetzt muss ich drauf gehen. Also, auf den Gegner, nicht hier im Spiel. Komm schon. Wenn ich jetzt eins kaputt habe. Komm schon, verrecke. Scheiße, jetzt habe ich beide am Hals. In ihrer Aggro-Form. Okay, eins ist kaputt. Brauche ich mich nur noch um das hier zu kümmern. Gut, das ist ja noch recht leicht. So, der ist wirklich sehr leicht jetzt. Der Retina, oh. Komm schon. Ja! 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 Mensch, wie geil. Ich hab's geschafft. Joho! Jackpot! Kriegt euch alle! Fett ins Knie! So, habe ich alles eingesammelt? Oh, ich habe sogar... ich habe sogar davon die Trophäe. Geil! So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich jetzt nochmal diesen einen Bohrer dahin? Aber ich muss sagen, der Kampf war jetzt nicht so leicht, aber auch nicht zu schwer irgendwie. Irgendwie so ein Mittelmaß, würde ich sagen. So, Seele der Macht. Seele des Fluges. Moment, Nacht, Macht. Einsicht. Fehlt da nicht noch irgendwie eine Seele? So, Moment mal. Die habe ich gerade bekommen. Die kriegt man von den fliegenden Teilen. Die kriegt man von einem der anderen Bosse und die kriegt man aus der Verderbnis. Hä? Okay, Moment. Da ist das Sparschwein. Nicht, dass ich da jetzt noch eine der Seelen drin habe. Nein. Okay, da baut sich bei mir gerade das Gefühl auf, dass ich einen Boss nicht geschafft habe. Oder ausgelassen oder irgendwie, keine Ahnung, YOLO. Scheiße. Jetzt einfach mal hier hinten hin. So.
So. Und dann gehe ich da weiter ausräumen. Erstmal. Oder einräumen, besser gesagt. Das habt ihr gerade nicht gehört. So. Dann das noch einräumen. Und da und. Oh, Moment. Da war noch sowas. Und sowas. Da kann sein, dass ich davon einmal eine aus Versehen verkauft habe. Das wäre scheiße. Moment, welche Bosse gibt es nochmal? Super Skeleton habe ich. Ich komme mir irgendwie leicht verarscht vor. Hm, dafür haben wir keine Seele gebraucht. Naja. Erstmal hier die ganze Rüstung komplett. Jetzt habe ich Nahkampf- und Bewegungstempo erhöht. Sir. Dann gucke ich hier mal. Zack. Würde ich sagen, versuche ich nochmal den Zerstörer zu besiegen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ging, das Dings da zu bauen. Der Nacht habe ich mehr als genug. Naja, Leute, ich verabschiede mich mal wieder von euch und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!